oder ohne? Salmonell? Du warst nur 45 Minuten im Bad. Das grenzt ja an Verwahrlosung. Wie könnt ihr jetzt frühstücken? Also welches Ei willst du jetzt? Sind beide weich? Das harte. Dann macht doch euer Frühstück in Zukunft selber. Was für eine Zukunft? Eine harte. Diese Tante vom Jugendamt wird mir das Sorgerecht nicht entziehen. Verlasst euch drauf. Und wenn doch? Tja. Wir müssen doch irgendwas unternehmen. Carlos, lass das. Ich will nicht, Opa Hermann. Und Oma Gretel. Jetzt hört endlich auf damit. Ihr bleibt hier bei mir. Sprech heute noch mal mit dieser Frau Jürgens. Ich bieg da schon wieder hin. Ausgerechnet du, ha? Hm? Warum hilft Julia uns denn nicht? Weil sie die Anwältin eurer Großeltern ist. Kannst du mich mitnehmen? Ich muss in der Stadt noch was besorgen. Ja, klar. Schmeckt gut, das Ei. Zweifelhafte Lebensumstände, dass ich nicht lache. Als alleinerziehender Vater entspricht einfach nicht den Vorstellungen der Allgemeinheit, das ist alles. Wäre ich verheiratet oder wäre ich eine Frau, dann könnte ich machen, was ich wollte. Ich bräuchte mich überhaupt nicht zu rechtfertigen. Ja, über dieser Schnepfe werde ich was erzählen. Das will ich doch verlassen. Du wirst doch gar nichts erzählen, wenn ich jetzt da reingehe und dieser Frau Jürgens in aller Ruhe erkläre, was los war. Du machst doch alles noch viel schlimmer, so wie du drauf bist. Meine Sache, lass mich das machen. Die Dame gehört sensibel ausgelotet. Diplomatie ist da angesagt, nicht Krawall. Dafür bin ich zuständig. Ja? Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Jürgens. Sie erinnern sich vielleicht? Der Herr, Lebensgefährte von Herrn Sandmann. Wollen Sie vielleicht eine gleichgeschlechtliche Ehe beantragen? Ah, die Rose. Das Schönheitspflästerchen auf der Wange der Welt. Hafis, der Dichter? Dengler, der Bootsbauer. Ich liebe sie. Bitte? Die Rose. Und was kann ich für Sie tun? Frau Jürgens, Ihr Bericht. Sie sind da in einem, sagen wir mal, ausgesprochen unpassenden Moment gekommen. Stimmt. Bei Herrn Sandmann zu Hause herrschte das absolute Chaos. Hm. Der kleine Carlos in der Obhut einer zweifelhaften, leicht bekleideten Frau, seine Tochter seelisch zerstört und seinen Sohn eingesperrt. Im Umkleideraum des Fußballvereins. Ich denke, das genügt trotzdem. Ich gebe ja zu, die Situation ist Tobias etwas entglitten. Aber er ist ja erst seit 3 Wochen Vater. Da muss man doch erst mal reinwachsen. Eine Rose muss auch erst veredelt werden. Hm? Und bis das soweit ist, sollten die Kinder möglichst wenig mit Herrn Sandmann zu tun haben. Übrigens, wissen Sie, was ich überhaupt nicht mag? Was? Nein. Nelken. Ich hab's doch gewusst. Jetzt geh ich selber. Vergiss es, die Tante ist knochentrocken. Außerdem steht die nicht auf Nelken. Ja. Nimm den Taxi, ich fahr zu dieser Frau Janowski. Ja, was ist mit Carlos? Christoph. Ja, gut. Ich kümmere mich. Was hab ich jetzt davon? Du hast also wirklich bei Sao Paulo gespielt? Klar, zumindest im soziokulturellen Umfeld. Marius, Sandmann, wie wär's, wenn du uns mit einem Referat beglücken würdest? Gerne. Welches Thema? Die Bevölkerungsexplosion der Dritten Welt im Verhältnis zur landwirtschaftlichen Produktion. Prima. Besonders vom sportlichen Aspekt her gesehen. Und der wäre? Der Storch ist schneller als der Pflug. Ah ja. Ich habe meine Übersetzung vergessen. Ach, kannst du dir meine kopieren? Ah,
Streber. Ja. Logo, deswegen drehe ich auch gerade eine Ehrenrunde. Hey, Sil! Kann ich Englisch von dir haben? Du, ist leider schon vergeben, aber frag mal Marco. Hey, Eva. Hi, Sil. Das ist Eva, die wirst du auch noch kennenlernen. Hi. Dein Schwesterlein. Alicia. Was hat sie denn? Ihre Tage? Hallo, Stefanie. Mensch, ich hab das doch nicht gewusst. Pech. Ich konnte doch nicht ahnen, dass du in Thorsten verliebt bist. Noch mehr Pech. Ist wohl jetzt alles aus. Ist ja eine richtige Pechsträhne. Hör doch auf! Was willst du? Soll ich dir auch noch meinen Segen geben, oder was? Spinnst du? Was ist los? Du hast mir Thorsten weggenommen. Reicht das nicht? Du warst doch nie mit ihm zusammen. Aber du jetzt, oder? Nein, bin ich nicht. Alicia, ich muss mit dir reden. Was ist das jetzt? Süße Pausenüberraschung. Klingst du jetzt total aus? Du kannst ihn behalten. Mich bist du eh bald los. Später im Café? Ich kann jetzt nicht. Hey, komm, lass mich nicht hängen! Der Sandmann schon wieder. Soll ihn dir vom Hals schütteln? Marie, lass mal, das mache ich schon so. Entschuldigen Sie. Ich schon voraus. Guten Morgen. Ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Bitte. Also, die Tour können Sie sich sparen. Ich bin nicht käuflich. Aber das weiß ich doch. Der ist von den Kindern. Den soll ich ihn bringen? Wissen Sie eigentlich, dass ich Ärger bekomme, wenn man uns zusammen sieht? Wegen standeswidrigen Verhalten. Frau Janowska, übermorgen ist der Termin für das Sorgerecht. Ich muss unbedingt einige Missverständnisse mit Ihnen klären. Ich will die Kinder behalten. Glauben Sie mir. Das ist mir bekannt, Herr Sandmann. Ich finde es sehr sympathisch, wie Sie sich für Ihre Kinder einsetzen. Nur ist das, was Sie wollen und was Sie tun, nicht immer dasselbe. Hermann, schau mal. Marlene ist seine Stewardess. Sie ist eine Freundin. Sie übernachtet immer bei uns, wenn sie einen Stopover hat. Ich weiß, das klingt alles ein bisschen kompliziert, aber... Kompliziert, allerdings. Ja, so ist das Leben eben manchmal. Ihr Leben, Herr Sandmann, Ihr Leben ist kompliziert. Überall herrscht Chaos bei Ihnen. Tun Sie doch endlich mal was. Ich arbeite ja daran, ja. Sie verstehen mich falsch, Frau Janowski. Es ist schwierig, bei Ihnen die richtigen Worte zu finden. Sie verwirren mich. Und ja, verdammt noch mal, ich weiß nicht mal, ob es Ihnen auch so geht. Also, ich kann Sie beruhigen. Bei mir ist alles in bester Ordnung. Und bevor Sie mir noch Ihre Blutgruppe verraten, das Einzige, was mich an Ihnen interessiert, sind Ihre Kinder. Dann helfen Sie ihnen doch. Dieser Strohmeier kriegt Sie auf jeden Fall nicht, dieser alte Sack. Doch, weil ich nämlich diesen alten Sack vertrete. Zusammen Mittagessen. Ne? Und am nächsten Morgen ist sie zum Frühstück gekommen. Und jetzt hat er ihr Blumen geschenkt. Also, was willst du noch mehr hören? Und woher weißt du das alles? Ja, woher wohl? Also, ich bitte dich, frag nicht so dumm. Also, ich glaube das einfach nicht. Ich hatte noch nie eine gewissenhaftere Juristin in meiner Kanzlei. Und der Gedanke, sie als Schwiegertochter, gefällt mir gut. Das ist es. Deshalb bist du blind, Rudolf. Aber wir haben es mit unseren eigenen Augen gesehen. Unsere Anwältin steckt mit Sandmann unter einer Decke. Ja, das ist ein Skandal. Das ist eindeutig ein Skandal. Und wir erwarten von dir, dass du sofort die entsprechenden Schritte unternimmst. Worum ging es denn so lange? Ach, um die Kinder. Und was will er da ausgerechnet von dir? Ich bin halt die Einzige, die die Kinder kennt. Aha. Und darum schenkt er dir Blumen, ja? Mein Gott, die sind von den Kindern. Stell's mal in die Vase.
Dingo, er will, dass sie bei ihm bleiben. Komm, erzähl mir doch nichts. Da steckt doch was anderes dahinter. Ach, Blödsinn. Was soll das, Ingo? Komm, ich habe jetzt keine Zeit. Die Strohmeiers kommen gleich. Die Strohmeiers sind bereits da. Ziemlich sauer. Julia, wenn das rauskommt, dann hast du einen Prozess am Hals. Das ist Parteienverrat. Na bitte, da hast du's. Herr Strohmeier, Frau Strohmeier, ich bringe Sie noch zur Tür. Julia, darf ich Sie einen Moment zu mir bitten? Ja, natürlich. Sie wissen, Julia, ich schätze Sie sehr. Nicht nur als Mensch und hoffentlich zukünftige Schwiegertochter, sondern auch als Anwältin. Sie haben Intellekt und Herz. Genauso, wie ich mir das für meine Kanzlei wünsche. Natürlich macht jeder mal einen Fehler. In juristischen Fällen Gefühle zu entwickeln, ist so einer. Sie müssen einfach lernen, emotionsloser zu handeln. Und was den Fall Strohmeier angeht, muss das unser Ziel sein. Was? Emotionsloses Handeln? Ja. Was heißt das? Sehen Sie, Julia, aufgrund der Fakten können Sie das nicht mehr garantieren. Sie entziehen mir das Mandat. Ingo wird es übernehmen. Neu der Walkman? Die hat mir mein Vater aus den USA mitgebracht. Das ist ein Spitzengerät. Darf ich mal reinhören? Was ist denn das? Pfoten weg, das ist nichts für versiffte Ohren. Entschuldigung. Hey, der ist gut. Den hat ein Freund von mir in Brasilien auch. Danke. Was heißt hier danke? Wie wär's mit einer Gegenleistung? Du könntest mir ein bisschen Dribbeln beibringen, deine Technik ist gar nicht so schlecht. Die ist wohl überhaupt nichts umsonst, was? Freie Marktwirtschaft. Du kannst auch Freundschaft dazu sagen, wenn dir das besser gefällt. Das ist ja rührend. Aber meine Freunde suche ich mir lieber selber aus. Bitte. Um 5 Uhr am Trainingsplatz, okay? Okay. Alles klar. Hey, warte mal, bei mir klemmt was. Das kann man wohl sagen. Ja, geil. Mein Walkman ist weg. Welcher Penner hat mein Walkman geklaut? Der ist doch sicher nur runtergegangen. Quatsch, der ist weg! Was gibt's denn? Jemand hat seinen Walkman geklaut. Scheint eine Serie zu werden. Vor einem Monat war es die Kohle von Jens. Und vor 3 Wochen der Walkman von Tim. Der reinste Selbstbedienungsladen. Warum nehmt ihr das Zeug auch mit? Ihr wisst genau, dass ihr das nicht sollt. Tut mir leid, Silvester. Ich melde es im Direktorat. Ach, sowas bringt doch nichts. Bei uns in Brasilien haben wir solche Sachen immer selber geregelt. Aber unter uns. Na klar, jeder lässt die Hosen runter. Kann eh nur einer von uns gewesen sein. Während der Turnstunde war hier doch abgesperrt. Na gut. Wie ihr wollt. Das Arschloch kann schon mal seinen Abgang proben. Und was ist hiermit? Fass mal rein, Süßer. Kevin, deine Sprüche werden auch immer schlechter. Der hat ihn doch auch nicht. Machen Sie bei den anderen weiter. Ich will endlich meinen Walkman wieder haben. Wenn schon, dann alle. Du auch. Bitte schön. Das ist ja wohl ein Scherz. Klar, hat ein kleines Männchen reingebeamt. Wer war das Schwein?
Komm, Junge, zieh keine Nummer ab. Ich schwör's, ich hab keine Ahnung, wie der da reingekommen ist. Danke, Herr Moser. Sag mal, spinnt ihr jetzt alle? Lass uns mal zum Direktor gehen. Und deshalb hast du Krach mit Stefanie. Ach, sie ist eine blöde Zicke. Und was ist mit dir? Kann es sein, dass du... wie heißt du eigentlich überhaupt? Thorsten. Kann es sein, dass du Thorsten auch ganz gerne hast? Ach, und wenn schon. Stefanie ist eigentlich eine gute Freundin von mir. Aber eins verstehe ich nicht ganz. Wenn du Thorsten magst, warum verzichtest du dann so edel auf ihn? Sprich doch noch mal mit Stefanie. Erklär's ihr. Ihr kennt euch doch schon ewig. Es muss doch irgendwie zu lösen sein. Bekommt Opa Hermann das Sorgerecht? Ich weiß nicht, was noch alles passiert, aber eins ist sicher, ich gebe euch nicht wieder her. Nein. Wer hat denn aufgeräumt? Tobias. Und was glaubst du, haben wir hier zusammengebaut? Dein Bett. Ist mir doch egal. Ist was? Henry. Lass mich in Ruhe. Was ist denn los? Sandmann? Wer? Ach, Oberstudien Direktor Dr. Bärwald. Ja, guten Tag. Worum geht's denn? Das kann doch nicht wahr sein! Verdammt nochmal! Was ist denn das schon wieder für eine Scheiße? Was ist denn da los? Henrik, er hat einen Walkman geklaut. Als ob wir nicht schon genug Ärger hätten! Jetzt hör mir doch mal zu! Wenn dein Großvater das erfährt, ist es aus mit dem Sorgerecht. Der wartet nur auf sowas. Ist dir das klar? Ich hab doch nichts getan. Ich hab keine Ahnung, wie dieser blöde Walkman in die Tasche gekommen ist. So, so. Dein Lehrer scheint es aber anscheinend ganz genau zu wissen. Was soll das? Willst du mich verarschen, oder was? Nein, ich will nur, dass du mich verstehst. Steh doch wenigstens dazu. Wenn ich schon so einen Bockmist baue, dann gebe ich es wenigstens zu. Was denn zugeben? Ich hab doch nichts getan. Lüg mich nicht dauernd an! Wir sind noch nicht fertig. Wer sagt denn das Lied? Oberstudiendirektor Dr. Bärwald. Henrik macht sowas nicht. Nie im Leben. Der ist doch nicht bescheuert. Doch, genau das ist er. Wenn er schon Autos ohne Führerschein zu Schrott fährt, warum soll er dann nicht auch noch klauen? Du warst auch kein Heiliger. Ja, aber ich habe wenigstens dazu gestanden, wenn ich Scheiße gebaut habe. Ach ja? Und was war mit dem Boot vom Niedermeyer? Der weiß doch bis heute nicht, wer seinen Kahn versenkt hat. Aber das war doch was völlig anderes. Niedermeyer war ein großes Arschloch, was uns Kinder immer verpetzt hat. Aber Henrik hat einen Freund beklaut. Und das glaubst du? Ich schaff das einfach nicht mehr mit den Kindern. Es war einfach eine Schnapsidee von mir zu glauben, ich könnte mal so kurz eben den genialen Vater spielen. Jetzt hör doch auf. Du siehst doch, was dabei rauskommt. Was hast du eigentlich gegen Henrik? Warum glaubst du ihm nicht? Er ist dein Sohn, also vertrau ihm gefälligst. Ja, ja, der reinste Unschuldsengel, mein Sohn. Oh Mann. Als Vater gehst du mir ganz schön auf die Nerven, das kann ich dir sagen. Henrik, du willst ja nicht trainieren, oder? Doch, mit Silvester. Ist er schon da? Nee. Den hab ich nicht gesehen. Thank you.
Hallo. Hallo, ich dachte schon, du versetzt mich. Bist du sauer? Ich hab doch nicht gewusst, dass du und Stefanie... Ja, ich hab doch nicht gewusst, dass du und Stefanie, dass ihr befreundet seid. Mir kommen die Tränen. Ich hatte doch recht neulich. Nein, hast du nicht. Was hältst du eigentlich von mir? Wenn ich eine Frau anlächelt, denkst du, die Saison ist eröffnet. Vielleicht war das so, ja. Thorsten, zahlen! Ja, ich komme. Aber mit dir ist das was ganz anderes. Kleine Abwechslung. Ich hab Stefanie doch nie angemacht. Sie wollte sich mit mir treffen. Ja, ich find sie nett, ja. Aber sie ist nur so ein Kumpel für mich, mehr nicht. Stefanie hat dir vertraut. Warum hast du ihr nicht gesagt, dass du mit jemandem anderen verabredet bist, hm? Ich hatte Angst, dass sie durchdreht. Quatsch. Doch nicht wegen dir. Was willst du überhaupt von mir? Vergiss es. Ich nehme doch nicht meiner Freundin den Typen weg. Thorsten, Kasse. Ja. Hallo, Alicia. Hallo, Frau Timmler. Ist Stefanie da? Ja, Moment bitte. Stefanie? Oi, Stefanie. Was willst du? Komm, lass uns mit dem Blödsinn aufhören, ha? Hm? Ich hab Thorsten gesagt, dass ich ihn nicht will. Glaubt ihr kein Wort? Ihr seid doch alle gleich! Wie meinst du das? Hm? Sag schon! Na, du und dein Bruder. Ihr klaut und lügt doch. Habt ihr wohl in Brasilien gelernt? Ich schwör, dass ich's nicht war. Das brauchst du uns nicht zu erzählen. Aber was willst du morgen machen? Ich geh nicht in die Schule. Super Idee. Das ist so gut wie ein Schuldgeständnis. Ich hab nun mal keinen Bock, mich blöd anlabern zu lassen. Ich auch nicht. Dann denken alle, du hast Schiss, weil du's warst. Verdammt! Ich bin unschuldig. Dann musst du es ihnen zeigen. Na, da hat Christoph recht. Du musst einfach rausfinden, wem deine Rübe nicht passt. Tobias. Ach, Quatsch! Ich will überhaupt nichts mehr mit dem zu tun haben. Der hat momentan nur Stress. Ach, von wegen Vater. Der hat nicht so viel Vertrauen zu mir. Das ist es. Der kann mich mal. Der beruhigt sich schon wieder. Komm, lass uns Schluss machen. Geh schlafen. Hm? Nacht. Na? Kannst ja noch mal drüber nachdenken. Hallo, Silvester? Ja, hier ist Tobias Sandmann, der Vater von Henrik. Ja, also ich habe mit Henrik gesprochen, aber ich kann mir unmöglich vorstellen, dass Henrik sowas getan hat. Hallo? Silvester? Nachgedacht. Ich habe Silvester sein Heft gegeben und dann habe ich meine Hose ausgezogen. Dann sind wir beide zum Moser gegangen. Ja. Kevin hat gesagt, wir sollen auf ihn warten und irgendwas, dass seine Reißverschluss klemmt oder so. Und Kevin war allein im Umkleideraum. Ja, ich habe da noch so einen blöden Spruch abgelassen. Er war ziemlich sauer. Und als dann alle in der Turnhalle waren, ist dann noch mal jemand rausgegangen? Ich bin als Erster wieder raus. Ich musste dringend aufs Klo. Bist du da ganz sicher? Kann es ja nur einer gewesen sein. Dann mach mal. Morgen. Morgen, Sandmännchen.
wollten doch gestern trainieren. Na, du hast ja Nerven. Komm mal bitte mit raus. Mach eine Fliege, du Winseltüte. Dein Typ ist hier nicht mehr gefragt. Ich muss mit dir reden, Syl. Das kannst du dir sparen. Es reicht, wenn dein Vater mich zusüllst. Was ist, Sandmann? Hat dir jemand den Stuhl geklaut? Das kann doch nichts Neues für dich sein. Statistisch gesehen kommt in Brasilien doch nur auf jeden dritten 16-Jährigen ein Schulplatz. Also, ich beginne den Unterricht, indem ich Ihnen einen Text vorlese, den wir dann später diskutieren. Die griechischen Philosophen sahen in der griechischen Sprache die Sprache der Vernunft. Aristoteles stellt die Liste seiner Kategorien anhand der grammatikalischen Kategorien des Griechischen auf. Nicht, dass damit explizit ein Primat des Griechischen behauptet werden sollte. Man setzte einfach das Denken mit dem eigenen natürlichen Ausdrucksmittel gleich. Ich war's nicht, Syl, ehrlich. Kann ich jetzt vielleicht mal... Wann soll ich ihn denn geklaut haben? Wir sind doch zusammen in die Halle gegangen und ich bin zusammen mit dir wieder rausgekommen. Und dann war er schon in meiner Tasche. Es war nur eine alleine mit deinem Walkman. Kevin? Ja, der ist doch total eifersüchtig auf mich. Der Steinchen wird schon wieder eine 6 gegeben. Ja, und ich erst. Ich habe schon 3 Fünfer. Wenn er mich in Bio ausfragt... Ah, Syl, alles klar? Henrik hat meinen Walkman gar nicht geklaut. Na klar, wer denn sonst? Jemand, der dazu Gelegenheit hatte. Und Henrik war die ganze Zeit mit mir zusammen. Hat so seine Tricks drauf. Haben sie doch alle in Brasilien. Ja, du meinst Voodoo oder sowas, hä? Huh? Ja, was weiß ich? Sag mal, hältst du mich für bescheuert? Mann, was soll das? Das Ding war in seiner Tasche. Reicht das nicht? Du warst der Letzte in der Umkleide, Kevin. Hey, Syl. Ich wollte dem kleinen Groß mal doch nur eins auswischen. Der geht uns doch allmächtig auf den Senkel. Geh doch auf. Hey, guck mal raus. Kommt mal alle her. Ihr da hinten auch. Kevin hat euch was zu sagen. Sache mit Syls Walkman. Moment noch. Henrik. Bitte schön. Ich habe ihn Henrik in die Tasche gesteckt. Sollte ein blöder Scherz sein. Henrik hat nichts damit zu tun. Allen erzählt. Er hat den Walkman genommen. War doch klar, so bescheuert kann Henrik gar nicht sein. Ich bin eine dumme Kuh. Stimmt. Es tut mir wirklich leid. Ich habe mich ziemlich kindisch aufgeführt. Ich gebe die Hoffnung auf Thorsten auf. Ich will keinen, der mich nicht mag. Woher weißt denn das? Weil er in dich verliebt ist und nicht in mich. Das wäre schön gewesen, aber... Ach, Stefanie. Lass nur. Ich komme damit schon klar. Und du? Bleibst du hier? So wie es aussieht, bekommt mein Opa das Sorgerecht. Und dein Vater? Findet der das okay? Nein. Aber da ist einiges schiefgelaufen. Wahrscheinlich müssen wir nach Nürnberg zu meinen Großeltern. Thank you.
Sandmann. Grüß Gott. Ist der Strom zu sprechen? Aber gerne, kommen Sie bitte rein. Was willst du hier? Ist was mit den Kindern? Hermann, ich habe dich noch nie um einen Gefallen gebeten. Auch damals nicht, als ich noch mit Gudrun verheiratet war. Also, wenn es sich um die Kinder handelt, ist unser Gespräch beendet. Hermann, ich will meine Kinder behalten. Und ich will meine Enkel. Ich will, dass sie anständige Menschen werden, ganz so, wie Gudrun es wollte. Was wirfst du mir denn eigentlich vor? Glaubst du, ich schicke die Kinder zum Clown oder was? Denkst du, ich bin abartig? Du schreckst doch von nichts zurück. Du hast dich ja sogar an meine Anwältin rangemacht. Was? Leider hat das saubere Fräulein jetzt ihr Mandat verloren. Ist das wahr? Ja, Tobias. Du warst schon immer eine Nummer zu klein für mich. Raus findest du ja wohl alleine. Dachte ich so. Ein Espresso bitte. Du störst. Ach bitte, Julia, ich muss mit dir reden. Reden? Worüber? Ihr habt doch alles schon geklärt, du und dein Vater. Zum Wohle eures Mandanten. Julia, ich will über uns reden. Warum bist du heute Morgen nicht zur Arbeit gekommen? Am liebsten würde ich alles hinschmeißen. Ach komm, jetzt hab dich doch nicht so. Das ist ein Routinefall, nicht mehr und nicht weniger. Dieser Sandmann ist doch ein absoluter Loser. Ach so? Und du? Zwischen uns beiden läuft doch schon lange nichts mehr. Wie kannst du denn sowas sagen? Ich liebe dich doch. Hast du schon alles vergessen? Ich erinnere mich noch genau an den Tag, als wir beide uns kennengelernt haben. Vergiss es! Ja. In ein, zwei Jahren hört mein Vater auf. Und wir übernehmen die Kanzlei. Wir sind die Besten. Wir schaffen es. Ein Traumpaar sozusagen. Und natürlich machen wir alles ganz anders. Nee, Ingo, hör auf. Julia, bitte. Ach, tut mir leid, ich bin zu spät. Störe ich? Nein. Ja. Zwei Espresso, bitte. Danke. War so viel Verkehr. Danke. Möchten Sie auch was trinken? Ach ja, für mich auch sehr was Besseres. Wo sind denn Ihre Kinder, Herr Sandmann? Ingo. Die sind sicherlich gut versorgt von einer Ihrer zahlreichen Liebschaften, oder? Immer noch besser als bei den Strohmeiers. Sie sich nur nicht zu viel ein, Herr Sandmann. Ihr Fall ist morgen in einer halben Stunde erledigt. Ich glaube, Ihr Verlobter mag mich nicht. Wundert Sie das? Nein. Es tut mir leid, dass Sie wegen mir Ihr Mandat verloren haben. Ehrlich gesagt, Sie wären mir als Gegner lieber. Herr Sandmann, wenn die Kinder gemeinsam erklären, dass sie bei Ihnen bleiben wollen und Sie vor Gericht einen guten Eindruck machen, also lassen Sie sich nicht provozieren, dann stehen die Chancen gar nicht so schlecht für Sie. Meinen Sie? Ja. Ja,
Frau, weiße Feder. Der Kindergarten ist also beschlossene Sache, ja? Ja. Oh, rot heute. Hau. Hau, ja. Wir müssen den Vertrag doch mit Blut unterschreiben. Genau, ich hole ein Messer aus der Werkstatt. Moment mal, ein richtiges Messer? Weißt du, was du tust? Ja, ich schon. Sag mal, spinnst du eigentlich? Ich bin gleich wieder da. 3 Stunden lässt er mich hier hängen. Ich kann doch nicht einfach meine Arbeit zu sausen lassen, Mensch. Also wenn die hier bleiben, dann melde ich Carlos beim Kindergarten an. Ja, eine tolle Idee. Ach, übrigens, noch eine gute Nachricht. Dein Sohn Hendrik, das schwarze Schaf, hat nicht geklaut. Wirklich? Ja. Also abgesehen von deinen kleinen Weibergeschichten, liegst du, was das Sorgerecht angeht, noch ganz gut im Rennen. Hallo. Mein Gott, bin ich ein Rindvieh. Das kann man wohl sagen. Danke, dass du auf Carlos aufgepasst hast. Stefanie war bei mir. Okay, dann übernimmst du jetzt wieder. Tja, ihr kommt hier anscheinend alle bestens ohne mich zurecht. Eifersüchtig? Ja. Oh. Ja, vielleicht wird doch noch ein richtiger Vater aus ihm. Freunde, es war eine schöne Zeit. Mich ruft die Arbeit. Hau. Schau, Henrik. Ich verstehe doch, dass du sauer bist. Gib mir doch mal das Wasser. Tut mir leid, ich habe eben einfach kein Vertrauen zu dir gehabt. Du kannst dir sparen. Ich habe einen Fehler gemacht, okay? Ich habe keinen Bock auf so ein Gequatsche. Henrik. Es geht doch jetzt darum, dass ihr bei mir bleiben könnt. Wir haben aber nur eine Chance, wenn wir morgen vor Gericht wirklich alle zusammenhalten. Ohne mich, auf so einen Vater, der so wenig Vertrauen zu mir hat, kann ich verzichten. Und meine Sachen kann ich mit meinen Freunden selber regeln. Merkt ihr das? Versetz dich doch einmal in Tobias Lage. Steckst du jetzt mit ihm auch unter einer Decke, oder was? Jetzt sag Gott noch mal, was willst du eigentlich? Bei Strohmeiers wolltest du nicht bleiben, bei mir willst du nicht bleiben. Nach Brasilien führt kein Weg mehr zurück. Na, willst du vielleicht ins Internat gehen? Das kannst du gerne machen, in Tutzing ist eins. Jetzt sagst du wenigstens, was du wirklich denkst. Du willst mich loshaben. Henrik, hör auf! Mama hat das schon nicht ertragen, wenn du dich so verrannt hast. Lass mich doch in Ruhe. Ich will nichts mehr von euch wissen. Warum ist Mutti nicht da? Alles wird gut. Henrik beruhigt sich wieder. Der will doch auch nicht hier weg. Kann ich mal reinkommen, Henrik? Henrik, wir müssen los. Die anderen warten schon. Ich komm nicht mit. Ich habe keine Lust, einen Fürsprecher zu machen. Bitte, jetzt mach doch nicht alles kaputt. Lass, fahrt schon los. Dann seid ihr wenigstens pünktlich. Ohne ihn ist doch alles umsonst. Vielleicht hört er auf mich. Henrik. Im Augenblick steht es 1-0 für den Strohmeier. Und wenn du da nicht rauskommst, dann verlieren wir das Spiel. Ist mir doch scheißegal. Ich hab keinen Bock, dauernd Tobias Launen abzukriegen. Ach komm, damit müssen wir alle leben. Ich nicht. Ihr Sohn weigert sich also, an der Verhandlung teilzunehmen. Das sagt doch alles.
Henrik will nicht bei seinem Vater bleiben. So wie es aussieht, war Herr Sandmann unfähig, das Vertrauen seines Sohnes zu gewinnen. Ist das so? Ja. Das heißt, nein, ich habe es halt einfach noch nicht geschafft. Mein Gott, wir haben uns ewig nicht gesehen. Ja, weil ihn seine Kinder noch nie interessiert haben. Jetzt reicht's aber. Mensch, Henrik, das mit dem Internat, das hat er doch nicht so gemeint. Der kommt einfach nicht an dich ran. Der ist genauso hilflos wie du. Tobias und hilflos. Der ist berechnend, egoistisch und falsch. Jetzt hör mal zu, Kleiner. Dein Weltschmerz in Ehren, aber jetzt reicht's langsam. Okay, du magst deinen Vater. Du hast ihn vielleicht sogar. Aber du kennst ihn doch gar nicht. Scheinbar interessiert er dich doch, weil sonst würdest du jetzt nicht so ausklingen. Jetzt komm. Du kannst ruhig zugeben, dass du neugierig warst auf ihn. Wie der so ist. Ob der so ist wie du oder so wie du ihn dir vorgestellt hast. Okay, und jetzt weißt du es. Tobias ist kein Engel, ganz und gar nicht. Er ist sogar manchmal ein richtiger Kotzbrocken. Das weiß ich auch. Aber wenn er einen Fehler einsieht, dann ist er auch bereit, was zu ändern. Und das finde ich gut. Herr Sandmann, Ihr Junge will also nicht bei Ihnen bleiben. Wir hatten eine kleine Meinungsverschiedenheit. Da gibt's doch zu, der Junge überfordert dich. Ich kenne meinen Enkel, der braucht eine starke Hand. So ein Quatsch. Das würde ich aber nicht so sehen. Die Kinder gehören zu meinen Mandanten. So wie deren verstorbene Tochter es wollte. Und nicht in das Haus zweier Männer, die genügend Schwierigkeiten haben, ihr eigenes Leben in den Griff zu kriegen. Tobias wollte sich damals nicht scheiden lassen. Vor allem wegen euch. Er wollte sich nicht von seinen Kindern trennen. Und als es dann gar nicht mehr anders ging, da wollte er zumindest ein Kind behalten. Das warst du. Und er hat wirklich um dich gekämpft. Das kannst du mir glauben. Aber dann hat deine Mutter das Sorgerecht für beide Kinder bekommen und deinem Vater jeglichen Kontakt zu seinen Kindern verboten. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie es ihm ging, als er dich damals zum Flughafen gefahren hat. Ich habe ihn so noch nie erlebt. Und dann das leere Haus. Alles hier hat ihn an euch erinnert. Warum hat er mir das nie erzählt? Weil er es nicht kann. Weil er seine Gefühle einfach so nicht zeigen kann. Genau wie du. Ein Vater, der ständig in dubiose Frauengeschichten verwickelt ist und noch dazu mit einem Mann zusammenlebt, ist meiner Erfahrung nach keine geeignete Bezugsperson für Heranwachsende. Jugendliche in dem Alter brauchen Stabilität, Rückhalt, einfach geordnete Verhältnisse. Ein Vater sollte ein positives Vorbild für seine Kinder sein. Eben. Und deswegen kommen nur ich und meine Frau Gretel als Vormund in Frage. Und was sagt ihr dazu? Ich bleibe bei Henrik und Tobias. Das ist rührend. Aber ich glaube, hier geht es vorrangig um meine richtigen Enkel. Wir trennen uns nicht von Carlos. Aber das müsst ihr doch auch gar nicht. Tja, wo wollt ihr hin, wenn Henrik nicht zu seinem Vater will? Ich bin euch nicht böse, Alicia. Du kannst es ruhig sagen. Wenn ihr lieber zu Opa Hermann wollt. Hallo. Henrik! Grüß Gott. Ich bin wohl etwas zu spät. Ich wollte nur sagen, dass ich bei Tobias bleibe. Oder interessiert das hier keinen mehr? Das lasse ich nicht zu. Die Kinder sind dazu noch viel zu jung. Bitte, Herr Schaumeier. Ist das der Wunsch von euch dreien? Ja. Ja.
kriegen die nicht durch. Da gehe ich in die Berufung. Da gehe ich da in die Berufung. Für was für eine Republik sind wir denn? Nein. Das ist jetzt eine Republik. Dann geht nach Karlsruhe bitte. Dann kommen wir durch.